Moin, liebe Freunde von Anno, und willkommen zurück zum letzten Part dieser Aufnahmesession von Anno 1701, jahresübergreifend zwischen den Jahren 2019 und 2020. Jawohl. Wir wollen weiter voranschreiten. Und das Erste, was ich machen werde, ist, wir bauen mal ein kleines Handelsschiff. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, hä, was hat er denn jetzt für einen Auftrag? Werdet ihr sehen. Hat alles seinen Grund. Gut, Goldgrube läuft. Goldgrube wird langsam so ein bisschen ausgebaut. Wie gesagt, sollte das da hinten nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Gerade auch so, was den Alkohol und so weiter angeht. Da muss ich mir dann auch noch was mit den Handelsrouten einfallen lassen. Fällt mir gerade ein, ne? Genau, Kakao, Werkzeug, genau. Hier, da haben wir die Handelsroute. Nummer 2, Wolle und Alkohol. Tabak und Wolle. Genau, das ist die Blumengeschichte. Das ist der Schmuck, genau. Und das ist die große, genau. Oh, die Waffen sind voll. Die Waffen sind voll. Wobei, es ist eigentlich sogar super. Dann können wir die Waffen eigentlich verkaufen, weil wir brauchen die ja nicht mehr. Komm, dann verkaufen wir die Waffen. Machen wir daraus ein bisschen Geld. Aber dann würde es Sinn machen, die Kanonen dann eher zu nehmen. Jo. Wir werden jetzt nämlich eine Route einrichten zum Inder. Hering, ja. Ich nenne dich mal Misty. Nach der Pokémon-Arena-Leiterin aus Azuria City. Wer sich noch dran erinnern kann. Die Älteren unter euch. Und wir werden das Schiff dahin schicken, zum Inder. Und zwar wird es dort mitnehmen. Natürlich. Ne, ganz wichtig. Und wird dann abladen. Werkzeuge und Lampenöl. Beziehungsweise ich müsste es eigentlich andersrum machen, ne? Warte mal. Genau, wir machen das mal andersrum. Einladen. Und abladen. So. Jetzt ist es richtig. Zack. 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 Und nicht 40, sondern maximal 26. Weil so viel haben die Inder nie zum Verkauf. Und dann nehmen wir Misty und dann kann sie lossegeln. Dann haben wir nämlich einen kontinuierlichen Nachschub an Elfenbein. Heben Sie den Schatz. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Das wird nix. Und dann werden wir nämlich bald zusehen, dass wir auf Aristokraten hochkommen. Und dann geht das nämlich los in die Unabhängigkeitskriege gegen die Königin. Ihr Dorf zählt nun mehr als 500 Einwohner. Jetzt schon. Wahnsinn. Nein. Alkohol vielleicht. Mal gucken. Aber jetzt erstmal ist es euch verwehrt. Der Alkohol, der Stoff. 500 Einwohner, ey. Besuch in eurem Kontor bin ich nie enttäuscht. Ah, das hört man doch gerne. Kapitän auf der Brücke. Schade, die Quest mit dem Schatzheben kann ich leider nicht erfüllen. Blöd, aber das lässt sich dann nicht ändern. Dann ist das halt so. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, ich werde den Siedlern gleich mal den Alkohol zurückgeben. Wir probieren es mal. Vielleicht klappt das ja. Dann machen wir hier nochmal ein paar Leute zu Siedlern. So. Und, ja. Ich glaube, ich werde auch tatsächlich bald nochmal ein bisschen, ja, nee, das geht eigentlich. Das ist okay. Pfeile zeigen alle nach unten. Vor allem der Alkohol zeigt nach unten. Parfüm erholt sich gut. Das freut mich. Ambra ist noch ein bisschen gering, aber das erholt, dürfte sich eigentlich auch gut erholen. Eigentlich. Ach, Marmor knallt schon wieder auseinander. Da biete ich ja schon zum Verkauf an. Ja, wenn er das nicht haben will, kann ich da auch nicht viel machen. Wie viele Häuser haben wir denn auf Kaufmann? 63. Ja, das ist ja ganz gut. Das ist ja ganz gut. Aber ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Häuser, um die Aristokraten rauszukriegen. Denn das ist ja letztendlich unser Ziel, die Aristokraten zu kriegen. Wie viel Elfenbein haben wir drin? 207.
Na, zur Not haben wir ja noch die eiserne Ration in der Hinterhand. Es ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Aber bevor wir das machen, werde ich gerne die letzten fehlenden zwei Schiffe noch bauen. Damit wir eine komplette Flotte haben. Damit wir und der Königin voll gegenübergetreten können. Und sie gnadenlos in die Bogen stampfen. Ich weiß was. Habe ich nicht gesagt. War ich nicht. Es war er. So, unser Kumpel will ein bisschen Lampenöl haben und ein bisschen Parfum. Lade ich mal ein. Und dann besuchen wir ihn mal. Ja, danke für die Musik. Was hast du denn vor, sag mal? Ach, der wollte selber Schallert angreifen. Mit seinen Bodentruppen. Ah, ich verstehe. I see, I see. Aber brauchst du nicht mehr. Schallert ist eh am Ende. Wie man ja sieht. Ich finde das auch so geil, dass die Felder einfach mal bleiben. Schiff fertiggestellt. Sehr schön. Oh, hier fehlt was. Sehe ich gerade. Was fehlt denn? Geschütze wahrscheinlich, ne? Nee, Holz! Was? Holz fehlt! Wie kann das denn sein? Wieso haben wir so wenig Holz? Sag mal, was ist denn da los? Einfach zu wenig Holz, du. Ich voll vom Glauben ab. Was ist denn da passiert? Dann werden wir wohl nochmal einen Holzfäller bauen, wa? Wenn die einfachste Ressource einen einfach mal in die Knie zwingt. So kann es manchmal sein. So. Ja, wie gesagt, wir nähern uns langsam aber sicher dem Finale des Projekts. Also ziehe ich da auch nochmal die Steuern. Jo, das habe ich mir gedacht, dass der sich verabschiedet. Das Schöne ist nämlich, wenn wir das hier nämlich, wenn wir hier nämlich ein paar Plantagen, ich werde auch die Alkoholplantagen platt machen, die paar, die wir hier haben. Baumaterial haben wir eh nicht so vieles. Werde ich mal das hier... Ihre Lagerhäuser werden von Ratten heimgesucht. Ja, war klar. Es kauft ja auch keiner hier, deswegen kommen die Scheißratten auch jedes Mal. Oh, Schmuck ist diesmal betroffen. Oh, 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 oh. Dann reduzieren wir den mal. Feuer verwüstet ihre... Ja, wenn dann gleich richtig. Und dann auch schön da, wo er nicht rankommt. Super. Natürlich. Wenn dann gleich richtig, ne? Mann, 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 Mann. Rattenplage, Feuer. Hervorragend. Läuft bei mir. Irgendwas wollte ich jetzt. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch was. Das ist eigentlich schade, aber... Wir reduzieren mal hier ein bisschen die Alkoholproduktion. Da die ja jetzt auf eine andere Insel ausgelagert wurde, dann können wir hier stattdessen nämlich sonst weitere hier Kakaoplantagen anbauen. Das ist gar nicht verkehrt. Wie haben wir hier? 3. Da hinten ist noch eine 4. Ui, wir haben 166 Zuckerrohr. Alter Schwede, das ist eine hübsche Zahl, ja, doch. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ihr seid voll gestopft. Ja, sehe ich. Dann bietet das doch Pfeil an. Zack, einmal zum Verkauf anbieten. Kann man ja immer mal machen. So. Nochmal hier weitere Pionierhütten. Und man sieht, unsere Nahrung ist hier gut hochgegangen. Also man kann nicht sagen, dass sie zu wenig zu essen haben. Gut, das mit den Stoffen ist so eine andere Geschichte. Wie sieht es denn mit den Stoffen? Also 56 Tonnen, ja komm. Das reicht noch. Das ist ja gut. Soll ich mal hier eine Uni bauen? Ja komm. Was soll der Geiz? Bisschen die Steuern erhöhen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringt, aber... Bisschen mehr Steuergeld schadet nie. So, hier nochmal ein bisschen erhöhen. So.
Genau, die Schiffe. Das andere Schiff ist jetzt auch im Bau. Hervorragend. Perona. Da, Pelikan. Ich habe doch hier. Moment, ich habe doch hier meinen schlauen Zettel. Ich habe mir da nämlich so ein paar Namen aufgeschrieben. Ich nenne das Schiff mal. So. Dann fehlt eigentlich, glaube ich, nur noch ein Name auf der Liste. Aber ich werde wohl einen anderen Namen dafür nehmen. Mal gucken. Sag mal, bin ich besoffen oder fehlt mir hier ein Schiff? Ich weiß, ich habe ein Schiff weggegeben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir trotzdem ein Schiff fehlt. Kurios. Schiffsbau abgeschlossen. Wie lauten die Befehle? Ich wurde gerade getrollt hier anscheinend. Toll. Ja, das mache ich. Ich habe es ihr versprochen, dass ich das mache. Auch wenn sie davon nicht sonderlich angetan war. Aber wenn ich was sage, dann halte ich mich auch meistens dran. Also Alkoholplantagen, wenn er mir da jetzt welche weghaut, die baue ich auch nicht mehr neu. Wirklich nicht. Also da habe ich wirklich Besseres dann vor mit der Insel. Weil die werde ich dann wahrscheinlich rein auf Tabak und eben halt Kakao spezialisieren, aber nicht mehr auf Alkohol. Den beziehen wir dann von unserer anderen Insel, wo es dann sicher ist. Und der Vulkan bricht richtig aus. Das habe ich mir gedacht. Das heißt, Freunde, da können wir schon mal stilllegen. Das heißt, hier geht es gleich munter los mit dem Wiederaufbau. Kotz. Ja, ich weiß, habe ich mir gedacht. Ich habe es befürchtet, dass das kommt. Früher oder später. Dass das wieder losgeht. Gut, unsere Flotte ist damit vollzählig. Das ist schon mal schön. Wo ist denn unser eines Entdeckerschiff eigentlich? Ich habe doch immer ein Entdeckerschiff in der Hinterhand. Wo ist das hin? Hallo? Hallo, wo ist denn unser Entdeckerschiff? Unser Reserve-Entdeckerschiff? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ich habe doch ein Reserve-Entdeckerschiff. Da ist es! Mensch, schon halbwegs verschollen hier. Das ist in Ordnung. Ja, unglaublich. Ich kehre mal schnell zur Basis zurück. Ja, war klar. Ja, natürlich meine Tabakgeschichte, war klar. Diesmal bricht er richtig aus. Und natürlich Kakao, ja. Hervorragend. Ja, Wolle kann man ja eigentlich überall bauen, das ist nicht das Problem. Tabak. War klar. Wie viel Werkzeug? Ja, komm. Kriegen wir hin. Ah, ich sehe schon, die Nahrung wird langsam weniger. Liegt aber auch daran, weil wir jetzt eben halt für den... Nee, kann gar nicht sein. Die Nahrung wird weniger. Warum wird die Nahrung weniger? Obwohl das Getreide gleichzeitig mehr wird. Also das ist jetzt so ein bisschen Verarschung. Getreide wird mehr, aber die Nahrung wird weniger. Was ist los? Ich glaube, dieses Stück Straße hier können wir mal wegreißen. Dann bauen wir hier nochmal eine zusätzliche Mühle oder was. Ja, ich weiß. Wegen dieser scheiß Vulkan... Oh, shit. Das Ding darf nicht zerstört werden. Lösch die Scheiße. Ja, habe ich mir gedacht. Er hat zwei meiner Destillerien erwischt. Dieser scheiß Vulkan, ey. Ich bin so froh, dass ich der Charlotte die eine Insel geklaut habe. Echt. Da schicke ich jetzt meine Alkoholproduktion auch hin. Weil ich habe die Schnauze voll, mich von diesem scheiß Vulkan ständig so zu verarschen zu lassen. Das ist mir langsam echt zu blöd. So, dann bauen wir hier nochmal zwei. Und dann nochmal eine Destillerie hinterher. Zack.
So, 10. Sehr schön. Dann haben wir nämlich eigentlich dasselbe, was wir hier vorher hatten. Ja, da ist nämlich schon eine weg, habe ich mir gedacht. Die sind beschädigt. Jo. Die ist ganz weg. Ja, komm, dann reißen wir das Ding gleich mit weg. Auf Wiedersehen. Tabakplantage brennt. War klar. Jo, er schlägt gut zu. Hat er es doch geschafft. Ich glaub's nicht. Du scheiß Vulkan, ehrlich. Ja, und mein Gegner hat's schön übernommen. Klasse. Du scheiß Vulkan, ehrlich. Ich hasse dieses Scheißding. Mann, oh. Jo, mein Kontor brennt. Ja, geil. Lösch das, ey. Super. Ich bin ja richtig begeistert. Oh, dieser scheiß Vulkan, ehrlich. Ich bin so froh, wenn ich von dieser Scheißinsel weg bin, ehrlich. Entschuldigung, ich sag gerade ziemlich oft Scheiß. Aber es ist so. Dieser Vulkan, er geht einen so auf den Sack, ey. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal. Und er haut jedes Mal so extrem rein. Immer wieder. So, abholen. Produktion einstellen, abholen. So, das reduzieren wir auf 2. Mal gucken, was hat er mir denn hier alles weggehauen. Ja, da, über die habe ich die Kontrolle verloren hier. Das ist schön an meinen Gegner gegangen. Beziehungsweise an unseren Verbündeten, in Anführungszeichen. Aber trotzdem ist es ärgerlich. Na, hat er meine Mine? Ja, natürlich hat er meine Mine wieder platt gemacht. Oh. Der liebt es, meine Mine platt zu machen. Das liebt er. Die alte Drecksau. Von Vulkan, meine ich jetzt. So, dann kann die Destillerie auch weg. Genauso wie die Plantage. Auf Wiedersehen. Eine Schaffarm hat er mir weggehauen. Eigentlich 2, weil die in den Besitz des Gegners gegangen sind. Ich bezeichne ihn jetzt einfach als Gegner. So. Auch wenn er eigentlich kein Gegner ist. Aber ihr wisst, wen ich meine. So, dann bring mal deine Hilfslieferungen vorbei, dass wir hier mal ein bisschen Neuaufbau starten können hier. Ziegel nehme ich mal raus aus dem Verkauf. Genauso auch den Schmuck. Stattdessen bieten wir jetzt mal Ambra an. Und Blumen. Wir haben so viele Blumen, da können wir ruhig ein bisschen was von verkaufen. Das bringt nämlich unterm Strich auch recht gutes Geld. Das hätte ich damals auch nicht gedacht, aber durch mein privates Spiel bin ich dahinter gekommen, dass es ganz gutes Geld bringt. Vulkan, ja, ja, hat mächtig auf die Fresse gekriegt, ich weiß. Aber es ist unglaublich, wie sehr sich so eine tiefe Mine auf dein Etat auswirkt. Das ist echt heftig. So. Wenn ich das schon höre, ey. Alter Angeber. So, die Tabakplantagen bauen wir noch wieder auf. Ne, es wird sich vielleicht auch noch ändern, dass wir das irgendwann auch nicht mehr machen. Dass das wirklich rein nur noch Kakao ist und eben halt Wolle. 2 Kakaoplantagen hat er mir weggehauen. So. Ist damit wieder aufgebaut und das Ding werten wir wieder auf Maximum auf. Und damit haben wir den Verlust bis auf die Alkoholdinger weitestgehend wiederhergestellt. Wisst ihr was, ich werde jetzt den Elfenbein langsam mal freigeben. Und je nachdem, wie weit wir damit kommen, werden wir dann zurückschrauben, damit dann die ersten Aristokraten einkehren können. Und dann werden bald die Unabhängigkeitskriege beginnen gegen die Königin. Das heißt, wir nähern uns wirklich mit großen Schritten langsam dem Ende dieses Let's Plays. Mal gucken, vielleicht beenden wir das sogar schon in der nächsten Session, das weiß ich nicht. Das hängt auch davon ab, wie wir mit dem Schloss dann klarkommen. Weil das steht uns ja auch noch bevor, wir müssen ja auch noch ein Schloss bauen. Für die ehrenwerte Dame unter anderem und für uns selber. Die Straße kann ich hier eigentlich schon mal wegreißen. Zack, auf Wiedersehen. Genauso auch die Straße hier. Ich weiß zwar nicht, was hier mal war, aber was hier war, ist weg.
So, das kann auch weg. War auf jeden Fall eine gute Idee, den Gegner von hinten zu überfallen. Damit hat er nämlich überhaupt nicht gerechnet. Hat ihn auch letztendlich den Todesstoß gegeben. Ja, und ich sehe auch gerade, wir haben schon wieder Partende. Das heißt, liebe Leute, erst in der nächsten Aufnahmesession werden die Unabhängigkeitskriege dann beginnen. Oh, das hat ja keine große Steigerung gebracht. Dann machen wir das so. Auf jeden Fall, liebe Leute, bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Aufnahmesession geht dann der große Unabhängigkeitskrieg gegen die Königin los. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wir hören uns dann und sehen und überhaupt dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Anno 1701. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.